Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. So, wunderbar. Ton, Bild ist alles da. Ja, dann wollen wir uns nochmal dem Thema Fibonacci, weil das, wie gesagt, relativ umfassend ist, noch einmal widmen in der praktischen Anwendung, wie wir die Fibonacci-Projektion in den unterschiedlichen Timeframes, in den unterschiedlichen Märkten hier noch einmal anwenden können. Können ja noch mal als kleines Feedback in die Fibonacci-Projektion von gestern gehen. Das war die Box, die wir uns gestern hier eingezeichnet haben. Das ist noch der DAX im M5-Chart von gestern für die kurzfristigen Timeframes. Da seht ihr, hatten wir ja aus dem vorbörslichen Handel uns hier diese Doppelprojektion der Fibonaccis gemacht und somit diesen Buy-Korridor und auch diesen Sell-Korridor hier erhalten. Und ihr seht, wunderbar funktioniert. Unmittelbar nach Beendigung unseres Webinars kam der Ausbruch nach oben, haben hier schön die 161,8 Marke gehittet. Das hatten wir ja gestern im Webinar besprochen. Der Ausbruch über die 100er Marke eröffnet uns hier in der Long-Projektion den Zielkurs bei 161,8. Den haben wir sogar überpaced. Da ging sehr, sehr schnell gestern. Innerhalb von 15 Minuten der Markt hier um über 30, 40 Punkte nach oben gepusht. Und dann die deutliche Korrektur und wir sehen auch mit dem Ausbruch unter die Short-Projektion hier bei 100, auch da unsere Box, die 161,8 im Short-Bereich hier sehr, sehr schön gehittet, auch sogar etwas überpaced. Also ihr seht, man kann mit diesen Fibonacci-Projektionen sich schon interessante Kursbereiche lokalisieren, wo kommen große Bewegungen in den Markt, wo lohnt es hier, waren jeweils Trades von über 20 Punkten hier, vom 100er zum 161,8%igen Retracement. Vor allen Dingen filtert ihr aber gerade, wenn ihr das Ganze im kurzfristigen Bereich nutzt, lustlose Seitwärtsmärkte hier raus. Ihr habt es ja gesehen mit der Eröffnung, wir haben uns hier eigentlich mehr in einer Range von ca. 30 Punkten seitwärts bewegt. Und diese Phase, wo wir eigentlich keine klaren, keine cleanen Handelssignale bekommen, können wir mittels dieser Fibonacci-Projektion hier sehr, sehr schön herausfiltern. Auch nochmal in unseren Gold-Trade geschaut, da hatten wir ja auch gesagt, der läuft hier mindestens weiter bis an das 61er-Level, die 1280, die hatten wir auch sehr schön gesehen, dann sogar das Ganze überpaced. Da hätte ich erwartet, dass er noch ein bisschen weiterläuft an die 50er-Marke. Die hatten wir uns ja eingezeigt, hatte hier kurz vorher, also 30, 40 Cent vorher gedreht. Aber auch da diese Marke hier eigentlich sehr, sehr schön angesteuert am Markt. Ja, und jetzt wollen wir uns heute nochmal anschauen, wie ihr das Ganze im kurzfristigen nutzen könnt und natürlich im langfristigen. Das heißt, ich ändere hier mal im Euro-US-Dollar, wollen wir heute mal anfangen. Die Projektion, die nehmen wir hier erstmal raus aus dem Markt. Nehmen uns hier auch unsere Markierung raus und wollen uns dann heute mal anschauen, wie wir das Ganze vor allen Dingen erstmal im kurzfristigen Bereich fürs Trading nutzen können. Im kurzfristigen Bereich setze ich immer den M5-Chart mit an. Das heißt, wir wählen hier einfach mal den Euro-US-Dollar im M5-Chart mit aus. Ja, und anfangen tun wir bei den Fibonacci-Projektionen, indem wir uns markante Höchst- bzw. Tiefstände im Markt suchen. Da nehme ich immer die letzten Highs und die letzten Lows als letztes High. Hier sehen wir, haben wir noch eine besondere Kerze, so einen sogenannten Shooting Star hier im Markt zu liegen, der uns hier heute Morgen um 6 hier den Höchststand erstmal für den heutigen Tag in den Markt gelegt hat. Ja, und die Phase, die wir hier hinten sehen, diese Konsolidierungsphase, das ist mein markantes Tiefstandsniveau. Diese beiden Kursniveaus, die sind für mich jetzt erstmal ausschlaggebend im kurzfristigen Timeframe, um mir hier meine Fibonacci-Projektionen einzuzeichnen. Ich nutze, wie gesagt, immer eine Doppelprojektion. Das heißt, einmal zeichnen wir die Fibonaccis, das Tool habt ihr ja hier oben in eurer Werkzeugleiste ein, vom Tiefstand zum Höchststand und dann noch einmal vom Höchststand zum Tiefstand. Also wir fangen mal an. Den lokalisierten Tiefstand nutzen wir, linke Maustaste gedrückt halten, um uns hier dementsprechend die erste Projektion, das wäre in unserem Fall die Sell-Projektion, in den Markt zu legen. Ihr könnt mit einem Doppelklick auf das Ganze die Farben auch ändern. Sell-Projektion möchte ich gerne immer in Rot haben und dann natürlich vom Höchststand zum Tiefstand. Das ist dann unsere Buy-Projektion, weil ihr seht, dann zieht er die Level auch nach oben raus, vom Buy zum Höchststand. Hier müsst ihr ein bisschen spielen, damit sich die Zahlen hier nicht direkt hier hinten überlappen. Ich mache das immer so ein bisschen daneben. Dann habe ich hier das schön im Markt mit drin. Und da das meine Buy-Projektion ist, möchte ich die natürlich blau einfärben. Also einfach auf diese gestrichelte Linie gehen, Doppelklick, Rechtsklick, Eigenschaften, Stil der Farbe einfach auf blau ändern und dann habt ihr hier eure Projektionen
mit drin. So, und dann haben wir im kurzfristigen Bereich hier unsere Zielkorridore. Für mich im kurzfristigen Bereich interessant der Ausbruch über die 100er Marken. Hier oben haben wir unsere 100er Buy-Marke, hier unten haben wir unsere 100er Sell-Marke. Das heißt, für mich ergeben sich hier für den weiteren Handel zwei Korridore. Wir haben hier einmal diesen Sell-Korridor, den ich uns jetzt hier einzeichne, also der Durchbruch durch das 100er-Level. Offeriert mir die Möglichkeit, hier weiterzulaufen in Richtung des 161,8%igen Retracements. Das wäre mein Short-Korridor hier im Markt. Und das Ganze haben wir natürlich hier auch noch auf der Buy-Seite. Der Ausbruch über die 100er-Marke hier oben, das wäre mein Buy-Korridor. So hatten wir sie gestern ja auch für den DAX mit eingezeichnet. Und das sind für mich relevante Kursniveaus. Das heißt, ich nutze diesen vorbörslichen Handel hier sehr, sehr gerne. Im DAX zum Beispiel machen wir es auch gleich, den Korridor von 8 bis 9 Uhr, um mir aufgrund dieser einen Stunde vorbörslichen Handel die Korridore anhand der Höchststände und Tiefstände zu projizieren. Ja, und wir sehen, wir kämpfen hier eine ganze Weile jetzt schon um dieses Null-Level, den Tiefstand mit rum. Das ist Unterstützungsniveau, ganz klar hier im Markt. Ich setze auf einen Ausbruch nach unten für den Ausbruch, damit es sich um einen bestätigten Ausbruch handelt, brauchen wir einen Schlusskurs unterhalb dieser Marke, beziehungsweise der Ausbruch nach oben. Das wäre für mich ein relevantes Kursniveau. Wer jetzt ganz kurzfristig im Scalping-Bereich unterwegs sein möchte, das heißt hier auch unterwegs handelt, der kann jetzt mit diesen Linien natürlich auch, die wir uns immer in den längerfristigen Timeframes einzeichnen sollten, in das Minuten-Chart gehen. Ich wechsle jetzt einfach mal vom 5-Minuten-Timeframe in unser Minuten-Timeframe und dann sehen wir, habe ich natürlich auch hier diese Projektion, die ich mir im 5-Minuten-Chart genutzt habe, mit eingeblendet. Und im ganz kurzfristigen Bereich, das ist wie gesagt im Minutenchart, weil die Bewegungen oder die Abstände der einzelnen Projektionslinien natürlich nicht so groß sind, sind zwei Marken für mich relevant. Das ist zum einen die 50er-Marke und wir hatten gestern die 61,8%ige Marke hier besprochen. Das sind zwei sehr relevante Kursmarken, die mich interessieren, für hier zum Beispiel einen möglichen Short-Einstieg. Und da können wir dann auch unseren sogenannten Cost-Average-Effekt nutzen, den wir auch schon mal besprochen haben. Das heißt, meine Idee wäre, wenn wir uns in diesem Minutenchart, also wenn ich innerhalb dieser Boxen scalpen möchte, würde ich mir hier in diesem Bereich, im Bereich der 50%igen Retracement-Marke, ich färbe uns das mal mit einer anderen Farbe ein, nehmen wir mal so einen Orangeton, meine erste Short-Order platzieren, weil diese 50%ige Marke ist genau die Hälfte vom Höchststand zum Tiefstand. Die wird häufig genutzt, dass wir an dieser Marke abprallen, also dementsprechend dann auch ein erstes Einstiegsniveau. Das zweite Einstiegsniveau, wie gesagt, ein Kurslevel, was unheimlich gerne von den Anlegern genutzt wird, um sich hier in Richtung der Korrektur wieder zu bewegen. Wir haben ja hier diese Abwärtskorrektur, ist das 61%ige Retracement. Und da könnt ihr unseren Cost-Average-Effekt nutzen, den wir ja auch schon in dem Education Monday besprochen haben. Erste Position am 50%igen Retracement rein, zweite Position am 61,8%igen Retracement rein. Stop-Niveau wäre aus der Projektion, ihr seht hier die rote Linie, die 23,6. Das wäre das Stop-Niveau für das Ganze. Sollten wir hier über die Marke rausbrechen, haben wir nichts zu tun. Somit können wir uns natürlich sehr schön hier positionieren. Zielkurs wäre natürlich hier unsere 100er-Marke, der Tiefstand für diese Projektion. Und da seht ihr, haben wir natürlich auch ein sehr, sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Darauf kommt es mir beim Trading ja immer an, auf Chance-Risiko-Verhältnis, dass wir hier halt genug Platz nach unten haben. Und selbst vom 50%igen Retracement haben wir dann so eine Zielerwartung von 80 Pips bei einem Risiko von circa 45 Pips. Also das ist circa 2 zu 1, ganz knapp hier. Ist ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Am 61%igen Retracement sieht es natürlich schon etwas besser aus. Da haben wir unsere 105 Pips Zielerwartung bei nur noch 30 Pips Risiko. Da sind wir über 3 zu 1. Aber wenn ihr diesen Cost-Average-Effekt nutzt, hättet ihr ja dann diesen Mittelwert, das heißt unser Einstiegskurs, wenn sich das so ergibt, wäre hier. Und so wäre das, wie ich das im kurzfristigen Timeframe hier nutzen kann im Euro-US-Dollar. Da nutze ich also den 5-Minuten-Chart, um mir hier meine markanten Kursmarken anhand der letzten Höchst- und Tiefstände hier zu lokalisieren. Mache diese Doppelprojektion, also einmal die Fibonacci-Retracements vom Tiefstand
zum Höchststand einzeichnen und dann noch einmal vom Höchststand zum Tiefstand diese Linien einzeichnen. Dann habt ihr diese Doppelprojektion, dann ergeben sich die Korridore, die schönsten Handelssignale. Ihr seht das ja auch anhand der Linien, haben wir natürlich mit dem Ausbruch über die 100er oder unter die 100er Marken. Da haben wir natürlich am meisten Platz von den Trades. Das ist jetzt ein Korridor für den Buy-Trade von circa 100 Pips und bei den Sell-Trade auch von 100 Pips. Also da ergibt sich ein sehr, sehr schöner Korridor. Das Ganze können wir jetzt natürlich auch mal im DAX uns anschauen. Auch da nicht verwirren lassen. Hier sind ein paar Positionen schon mit drin. Das ist ein kleiner Roboter, der hier im Hintergrund schon im Test arbeitet. Hier habe ich uns schon mal eine Projektionsmöglichkeit eingezeichnet. Ihr seht, ich habe auch hier den letzten markanten Höchststand genommen und ich suche mir natürlich auch hier den letzten markanten Tiefstand mit raus. Das sind meine beiden Ausgangsbasen, die ich brauche, um die Projektion hier zu zeichnen. Die erste habe ich uns schon eingezeichnet und da seht ihr das Szenario, was ich uns gerade im Euro-US-Dollar mal fürs kurzfristige Trading angesprochen habe, die 50er und die 61-prozentige Marke hier im Chart. Und wir sehen, von dem Tiefstand haben wir uns genau 38er Level. Ihr seht, stellt einen kleinen Widerstand dar. 38-prozentiges Level ist für mich, für ein Trading aber uninteressant. Mich interessieren innerhalb dieser Ranges nur das 50er und das 61,8-prozentige Retracement, also uninteressant. Aber ihr seht auch sehr, sehr schön das, was wir eben im Euro-US-Dollar schon mal als Szenario vorbereitet haben. Das 50-prozentige Retracement ist ein sehr interessantes Kursniveau hier, weil das stellt erstmal einen Widerstand dar. Wir haben die Hälfte der Korrekturbewegung nach unten wettgemacht und dieses Niveau stellt ein Widerstandsniveau dar. Also für mich wieder ein unheimlich interessantes Einstiegsniveau, weil wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass wir uns dementsprechend dann wieder an die Tiefstände unserer Projektion mit ranbewegen. Und ihr seht, das haben wir hier ja heute Morgen im vorbörslichen Handel auch schon sehr, sehr schön vollzogen. Also ein sehr, sehr schönes Handelssignal pünktlich zum Handelsstart an dieses 50-prozentige Retracement, an diese Widerstandsmarke herangelaufen. Gescheitert an dieser Marke, Korrekturlevel ist diese 100er-Projektion der Tiefstand. Und ihr seht, wunderbar funktioniert das Ganze. War jetzt hier schon ein schöner 25-Punkte-Trade gewesen. Hätte diese Position, wenn er an dieser Stelle nicht gedreht hätte, das ist wieder unser Cost-Average-Effekt, natürlich am 61,8-prozentigen Retracement noch einmal durch eine zweite Position supported, um dann praktisch den Mittelwert zu bilden. Beim ersten sind wir so bei 3,18 reingekommen, der zweite war 3,26, dann haben wir einen schönen Mittelwert von 3,23, also so mittendrin haben wir dann so unser Gewinnlevel hier und damit schön die Projektion hier nach unten. So, aus dieser ersten Projektion, die ich uns eingezeichnet habe, ergibt sich langfristig natürlich gesehen erst hier der Buy-Korridor. Also wir müssten über das 100er Level, wenn ich das Ganze längerfristig nutzen will, ausbrechen. Ich zeichne uns die Projektion hier natürlich wieder mal in Blau mit ein. Also das Überschreiten des 100er Levels, das ist ungefähr das Kursniveau 3,47, 3,48, würde uns dann längerfristig für den heutigen Tag die Projektion des 161-prozentigen Retracements aufmachen. Das wäre ungefähr der Bereich bei 380. Also das sind auch gut über 30, 35 Punkte, die wir da Platz haben. Und natürlich, wir haben ja nur eine Projektion hier mit drin, zeichnen wir uns natürlich auch noch die Short-Projektion hier in den Markt mit ein, dass wir dann dementsprechend hier auch noch mal die Möglichkeit haben. Ja, das ist das Falsche. Das war der Höchststand. So, jetzt umgedreht vom Tiefstand zum Höchststand. So, da spiele ich immer, dass sich die Zahlen hier nicht so ein bisschen überlappen. Das ist so ein kleines Übungsspiel. Und da es hier sich um meine Short-Projektion handelt, möchte ich die natürlich über die Eigenschaften dann auch in Rot einfärben. Dann kann ich die Linien hier so ein bisschen besser auseinanderhalten. Und ihr seht, damit würde sich dann hier mit dem Unterschreiten der 100er-Marke hier unser Short-Korridor ergeben mit dem Zielkurs zum 161-prozentigen Retracement. Ich färbe uns den hier natürlich auch nochmal ein, damit wir da dementsprechend das farblich einfach nochmal so ein bisschen hinterlegt haben. So, das sind meine Projektionen. Das mache ich, wie gesagt, aufgrund des vorbörslichen Handels hier, des Nachthandels oder halb dieser ersten Stunde. Da kann ich immer schauen, wie ich das Ganze nutzen möchte und habe hier dann so meine
kurzfristigen Projektion für mein Scalping-Training, das sind das 50er und das 61,8%ige Retracement, also wenn wir uns innerhalb dieser Bänder bewegen. Und da schaue ich natürlich. Wir hatten hier heute das Glück gehabt, dass wir vorbörslich doch eine relativ große Bewegung hatten. Dementsprechend hatten wir dann hier dementsprechend auch genug Platz an die Level. Das waren 25 Punkte zum Zielniveau. Da können wir so einen Trade platzieren. Wenn ihr sehr, sehr kleine Kursbewegungen im Vorfeld habt, dann sind natürlich die Preiserwartungen zwischen diesen einzelnen Retracement-Zonen sehr, sehr klein. Da müsst ihr schauen, ob es vom Chance-Risiko-Verhältnis hier dann überhaupt klappt mit dem Ganzen. Und ihr könnt natürlich, ihr seht, ich hatte hier eine ganze Menge Buy-Positionen mit drin. Die sind jetzt hier auch schon wieder alle raus aus diesem Bereich. Und ihr seht, hier kombiniere ich natürlich wieder Puzzleteilchen miteinander. Wir sind hier in die Kaufzone gelaufen. Also hier haben wir ja unseren TMA-Line-Indikator sehr schön im M5-Chart in die Kaufzone reingelaufen. Und das Ganze natürlich kombiniert mit unseren Fibonaccis. Die 100er-Marke ist natürlich so, wie sie heute Morgen als Tiefstand genutzt wurde, natürlich auch erstmal ein Unterstützungsniveau. Deshalb positioniere ich mich natürlich in dem Bereich unheimlich gerne. Ihr seht, die Trades waren auch alle schon wieder geschlossen jetzt. Hier heute Morgen, das ist natürlich auch ein sehr schönes Trade-Szenario, wie ihr das Ganze nutzen könnt. Warum? Ihr habt ein unheimlich tolles Chance-Risiko-Verhältnis. Ich erwarte mindestens eine Kursbewegung wieder an diese 61er-Marke. Das ist mein Zielkurs, wenn ich hier an dem Tiefstand mit einsteige. Das messe ich mir einfach aus und sehe, hey, das sind 20 Punkte. Wo muss ich mein Risiko, mein Stop platzieren? Chance-Risiko-Verhältnis 2 zu 1. Also bei 20 Punkten Gewinnerwartung, 10 Punkte Risiko. Ja, und ihr seht, hier unten habe ich ja dann eh nichts mehr drin. Das ist nur ein Sicherheitsstop, den ihr hier platziert. Ihr braucht den nicht. Habe ich einen Schlusskurs unterhalb dieser roten Projektion, unterhalb dieser roten 100er-Marke, ist das ja für mich der Eintritt in diesen Sell-Korridor. Dann erwarte ich ja einen Movement in Richtung der 161,8 prozentigen Projektion, dann habe ich natürlich in diesen Buy-Szenarien hier nichts mehr drin zu suchen. Das heißt, diese 10 Punkte hier heute Morgen, das ist nur ein Risikostop. Falls der Markt mit so einer großen Kerze hier auf einmal nach unten schießt, dann habe ich da natürlich nichts mehr drin zu suchen. Ansonsten mit dem Schlusskurs unterhalb der 100er-Projektion ist es für mich ja der Einstieg in dieses Short-Szenario. Dann stelle ich diese Position glatt. Also ihr seht mittels der Fibonaccis sehr einfach. Wir brauchen keine großartigen Indikatoren. Wenn man sich da ein bisschen mit eingearbeitet hat, bekommen wir sehr, sehr schöne Kursniveaus, an denen es interessant wird, hier in den Markt einzusteigen. Und wir haben ja auch hier wieder eine Projektion mit drin. Ihr seht, ich habe hier ja zum Beispiel vom vorbörslichen Handel, das war der erste 8-Uhr-Trade, das erste Kursniveau hier am Markt, meine 50-prozentige Kursmarke. Und das ist natürlich auch ein interessantes Einstiegsniveau für mich, das wir im vorbörslichen Handel schon nutzen konnten. Und das wird auch jetzt wieder ein interessantes Einstiegsniveau, wenn ich im kurzfristigen Handel bleiben möchte, wo ich sage, ich platziere mich da auf diesem Niveau Short. Hier ist es jetzt natürlich der Fall, es ist nicht auch genau auf den Punkt diese Kursmarke. Also wenn ich sehe, dass wir hier auch schon einen halben Punkt vorher gedreht haben, ist dieses Höchststandsniveau, das wir heute Morgen hier in den Markt gelegt haben, natürlich auch jetzt relevant. Das heißt, man kann hier auch schon in dieser Zone, deshalb male ich mir immer so einen kleinen Korridor hier hin, so ein kleines Rechteck mit hin. Das ist so eine Einstiegszone. Und das wäre zum Beispiel, wenn ich mit den Fibonaccis im kurzfristigen Bereich arbeiten möchte, für mich hier jetzt nach dem Handelsstart, wie gesagt, das erste Trade-Szenario am Tiefstandsniveau. Dasselbe könnt ihr natürlich als Pendant auch an den Höchstständen erstmal spielen, weil das sind Trades, wenn die schief gehen, die sind nicht teuer. Ich habe ja hier diese langfristige Buy-Projektion. Wenn wir überhalb der 100er-Prozent-Marke schließen, dann muss ich aus dem Sell-Trade hier oben raus. Natürlich nutze ich ähnlich wie für dieses Buy-Szenario hier heute Morgen natürlich dieses Kursniveau, dass wir den alten Höchststand, den wir für unsere Projektion genutzt haben, auch zum Einstieg in eine Short-Projektion. Und das seht ihr, haben wir sehr, sehr viele Level, an denen wir einsteigen können. Und das ist ja auch die Aufgabe dieser Fibonacci-Projektion,
um uns Unterstützungs-, um uns Widerstandslinien hier im Markt aufzuzeigen, an denen es interessant wird, wo wir immer wieder interessante Einstiege finden. Und wir haben hier aufgrund der Fibonacci-Projektion auch immer sehr gute Chance-Risiko-Verhältnisse. Deshalb handle ich immer primär das 50er und das 61,8-prozentige Level, weil da habe ich viel, viel Platz zu den Ausgangspunkten, also hier zur 100er Linie runter, und habe ein relativ kleines Risiko. Hier wäre es genauso im DAX jetzt: First Entry am 50er, zweiter Entry, also der Cost Average Effekt am 61,8-prozentigen Retracement. Stop liegt für beide Orders hier am 23,6-prozentigen der Short-Projektion. Da habe ich also hier ein Risiko, wenn ich am 50-prozentigen Level einsteige, von 14 Punkten. Und wenn ich das 61-prozentige Level nutze, gerade mal noch von 8 Punkten. Das heißt, ich habe ein kumuliertes Risiko von 22 Punkten, habe aber auch eine kumulierte Gewinnerwartung. Also mein Mittelwert liegt ja hier ungefähr bei 3,22, 3,22 von circa 32 Punkten. Ist nicht so optimal, ist nicht gleich 2,1, 22 Risiko zu 32 Gewinn ist 1,5. Das müsst ihr jetzt entscheiden. Seid ihr dann schon bereit, an diesem großen Niveau zu kaufen, oder sagt ihr, nein, dann nutze ich doch das 61,8-prozentige Retracement. Da habe ich definitiv meine 3 zu 1 von der Gewinnerwartung. Wir spielen es jetzt einfach mal durch. Das heißt, wir haben jetzt ja hier unsere erste Box gehittet. So, und jetzt zeigen wir uns das mal, damit wir das praktisch sehen. Also das Hitten der 50-prozentigen Marke ist mein First Entry. Zielkurs natürlich wieder diese Tiefstände hier unten. Hier liegt mein Take-Profit-Niveau. Wären in unserem Bereich jetzt circa 24 Punkte, die ich hier ansetze. Und wem das Risiko von den 15 Punkten jetzt hier zu hoch ist, um uns am 23-prozentigen Retracement zu platzieren, der kann dann auch das Ganze über die 61,8-prozentige Marke platzieren. Dann haben wir halt hier ein deutlich besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Dann haben wir 2 zu 1, 12 Punkte Risiko zu 24 Punkten Gewinnerwartung. Das ist okay, das platziere ich hier auch. Ich brauche das auch nicht. Ich versuche in meinem Verhältnis 2 zu 1 zu handeln. Wir nutzen das nächste Verhältnis ja noch, die 61,8, um uns dann erneut in die zweite Short Order einzuarbeiten. Also da würden wir dann diesen Cost Average Effekt nutzen. Meine erste Position am 50-prozentigen Retracement würde ich durch eine zweite Position am 61,8-prozentigen Retracement unterstützen. So, wenn wir uns, und das wollen wir ja machen, auch die anderen Märkte mal anschauen wollen, muss ich natürlich jetzt hier nicht in diesem Markt kleben bleiben und gucken, na, hittet er mir die noch? Nein, wir können ja einfach hier in den Chart reingehen, Rechtsklick, Sell Limit, und wir legen die Order hier in den Markt, da wo wir sie hinhaben wollen, am 61-prozentigen Retracement. Immer ein Tick darunter. Ihr seht, ich bin hier einen Tick drunter eingestiegen. Hier habe ich so ein Stück unter diese Marke gelegt. Das heißt, ich muss den Markt jetzt nicht weiter beobachten. Ich habe meine erste Order am Markt platziert, habe meine zweite Limit Order hier in den Markt reingelegt. Falls er doch noch über diese 50-prozentige Marke durchbrechen sollte, dann möchte ich mich natürlich hier am 61-prozentigen Retracement erneut mit einkaufen in diesem Markt. Ja, und wenn wir das Ganze mal wieder miteinander kombinieren, sehen wir eigentlich, das ist ja schon wieder ein interessantes Großlevel. Wenn wir unsere Bänder mit dazu nehmen, sehen wir, wir sind genau in die ersten beiden Bänder hier eingetaucht. Ich habe die jetzt hier der Einfachheit halber nur einfach mal weiß eingefärbt. Also das wären hier unsere roten Bänder. Und ihr seht aber, auch hier sind wir in einer Verkaufszone, und im Bereich dieser Verkaufszone liegt das 50 und das 61-prozentige Retracement-Level. Fühle ich mich also wohl, zwei Puzzleteile, die ich miteinander kombinieren kann, wo ich einfach sage, okay, im Bereich der Fibonaccis passt es. Da bin ich an zwei interessanten Kursniveaus, wo ich mich einkaufen kann, mit unseren Bändern, die uns ja die Extrembereiche, die Umkehrpunkte, die Wendepunkte am Markt mit anzeigen. Bin ich in diesen Bereichen. Und ihr seht, das hat heute Morgen super geklappt, auch hier mit diesem Opening Trade hier heute Morgen. Auch da waren wir an den Bändern dran. Im 5-Minuten-Chart natürlich noch aussagekräftiger die Korrektur. Gut, das war der Nachthandel, aber auch da waren wir in diese Bänder eingetaucht. Ja, und ihr seht ja hier mein letztes Buy-Szenario von heute Morgen, auch da sehr schön in diese Bänder mit eingetaucht. Habe mich hier sogar mehrfach mit eingekauft in diese Position. Ja, mit dem Ziel, dass wir halt hier zum 50er Level hochlaufen,
haben wir ja schön gemacht. Und ihr seht, der Markt tut sich hier sehr, sehr schwer in diesem Bereich. Wir sind hier in diesem Grenzbereich von unseren Bändern, in unseren Umkehrpunkten und wir sind hier natürlich im Bereich unserer 50-prozentigen Fibo-Marke. Und manchmal wundert man sich, warum die Märkte an bestimmten Kursniveaus verharren, nicht weiterkommen, drehen. Und das kann ich mir halt anhand meiner unterschiedlichen Hilfsmittel und unserem Beispiel heute dieser Fibonaccis sehr schön nutzen. Wir sehen, jetzt versuchen wir sogar diesen Ausbruch nach oben. Sollten wir diesen Ausbruch auf Schlusskursbasis schaffen, können wir davon ausgehen, dass wir das 61-prozentige Kursniveau hier auch nochmal hitten werden. Wie gesagt, wichtig sind immer Schlusskurse oberhalb dieser Marken, nicht die einzelnen Spikes, die wir jetzt sehen, sondern wirklich da die laufenden Minuten, auch gerade für die großen Ausbrüche übers 100er-Level, unter das 100er-Level abwarten. Momentan sieht es sehr nett aus, da sieht es so aus, als würden wir diesen Durchbruch schaffen, aber die Minute ist noch nicht beendet und jetzt sind wir eigentlich auch schon wieder genau auf diesem 50-prozentigen Kurslevel, also mal abwarten. Aber die erste Position schmeckt mir nach den Fibonaccis am 50er, die zweite würde mir auch passen am 61-prozentigen Retracement. Plus, ich habe ja hier noch, ne, hier vorne war er, bin ja hier auch noch im Bereich meiner Bänder. Wenn wir da rausschießen, dann stimmt irgendwas am Markt nicht. Dann kann hier ein Big Movement kommen, dann kann Nachrichten, Newsflow sein. Das ist das, was die Märkte hier ja auch immer mal in die Extreme treibt. Wir sehen es ja hier gestern auch, dieser deutliche Ausbruch aus diesen Bändern ist im Fünfer schon relativ selten, kommt aber mal durch einen Newsflow vor. Genauso die Gegenbewegung wird auch einfach mal überpaced nach unten. Es kam dann aber auch wieder die Korrektur in diese Bänder mit rein. Und unter normalen Marktbedingungen, wie wir es hier zum Beispiel sehen, wie wir es hier zum Beispiel sehen, immer wieder das als Wendepunkte. Also das sind für mich unheimlich interessante Kursniveaus, um mich dann da dementsprechend zu positionieren. Ja, und ihr seht auch hier so ein bisschen, jetzt sind wir schon wieder unterhalb. Deshalb sage ich immer, den Schlusskurs abwarten. Jetzt sind wir sogar schon wieder leicht im Profit mit der Position. Wir haben es mal versucht, dieses Kursniveau zu überpacen, diese 50er-Marke. Deshalb da auch mit diesen Ausbrüchen, gerade in die großen Korridore, nicht nervös werden, sondern da wirklich darauf achten, dass wir auf Schlusskursbasis, das ist ja ähnlich wie bei allen anderen Unterstützungs- und Widerstandslinien, da setzen wir ja auch auf die Schlusskurse drauf achten, dass wir da dann auch wirklich auf Schlusskursbasis drüber sind. Dann ist es ein valides, zuverlässiges Signal hier am Markt, dann kann man sowas hier schön mitnutzen. So, also das Ding läuft hier, wir sind mit unserer ersten Position drin, die zweite haben wir nicht gehittet, Position liegt leicht im Gewinn, schauen wir mal ein bisschen in die anderen Märkte mit rein. So, und hier sehen wir jetzt gerade unsere Projektion, also auch sehr, sehr schön, das, was ich gerade angesprochen habe, der Schlusskurs ist wichtig hier am Markt. Und ihr seht, wir wollten mal in unsere schöne blaue Buybox reinhitten, haben wir hier auch gemacht an der Stelle. Ich visualisiere uns das Ganze nochmal durch eine kleine Linie. Da waren wir mal in der Minute drin, aber wichtig, ich brauche einen einstiegsten Schlusskurs, um hier einzusteigen in den Markt. Auf der anderen Seite natürlich, wie besprochen, das ein unheimlich schönes Einstiegsszenario an diesem Widerstandsniveau, um hier eine Short Order zu platzieren. Das war ja ähnlich, wie wir es im DAX heute Morgen gespielt haben, am Tiefstand in ein Buy-Movement reinzugehen, mit dem Ziel, dass er dieses 50-prozentige Retracement hier wieder erreicht. Das ist jetzt im Euro-US-Dollar natürlich genau das entgegengesetzte Pendant. Ich nutze natürlich in dem Bereich dann unseren Höchststand, den wir für unsere Projektion genutzt haben, um mich dort halt auch entsprechend zu positionieren. Und wir sehen doppelt top, wenn wir, wie man es so schön nennt, hier an der Börse, also charttechnisch in diesem Widerstandsbereich, ein sehr, sehr schönes Kursniveau. Ja, und wenn wir hier sogar mal unsere Bänder, ich sage ja immer, ihr könnt das miteinander kombinieren, um dann noch mehr Sicherheit zu bekommen. Ich lege uns jetzt einfach mal eine Dreierlinie rein, weil die Dreier ja so ein bisschen meine Begrenzungslinie ist. Es ändert jetzt hier auch nicht wirklich viel. Ich packe uns hier mal unsere Kursbänder mit rein. 3, 4 und 5. Dann sehen wir auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir da wirklich großartig in diese Buybox reinhitten, ist relativ unwahrscheinlich, weil ihr seht, wir haben hier zum Handelsstart
Und das ist ja auch immer wieder diese Opening-Strategie, die wir ja auch immer spielen. Ihr seht pünktlich hier dieser Ausbruch 9:01 aus diesem Band. Und unsere Reversal-Strategie, unsere Opening-Strategie, die wir immer um 8 Uhr und um 9 Uhr spielen können, immer Gültigkeit, uns zu positionieren zwischen 8 Uhr bis 8:05 Uhr, 9 Uhr bis 9:05 Uhr, besagt ja auch hier diesen perfekten Entry. So, und jetzt kommt das Bild natürlich noch runter. Ich habe jetzt meine Fibonacci-Projektion, wo ich an einem ganz markanten Widerstandsniveau bin. Erstes Puzzleteil. An der 100er-Marke darf ich Short gehen, weil ich ein tolles Chance-Risiko-Verhältnis habe. Zweitens bin ich hier aus meinen Bändern ausgebrochen. Das ist schon ein mega starkes Indiz für einen Trade. Drittens bin ich in meiner Eröffnungs-Reversal-Strategie drin zur Eröffnung um 9 Uhr. Der Ausbruch aus diesen Bändern lässt mich immer diese Korrektur zur Mittellinie hier. Centerline haben wir jetzt nicht eingeblendet, wäre so ungefähr dieses 50-prozentige Retracement hier in dem Bereich erwarten. Und so kann ich natürlich diese Puzzleteile miteinander kombinieren und habe jetzt mittels Fibonacci einen tollen Einstieg gefunden, habe über meine Opening-Strategie um 9 Uhr einen schönen Einstieg gefunden durch diesen Ausbruch aus den Bändern. Wer sich jetzt ein Overbought, Oversold hier noch mit reinpacken will, der wird auch sehen, dass der wunderbar rot leuchtet. Wäre ein weiteres Bestandteil. Ihr braucht diese großen Checklisten nicht. Wir sehen, wir arbeiten ja meistens mit zwei Punkten in unseren Checklisten, aber ich kann dieses Bild natürlich noch cleaner machen, noch klarer für mich machen, indem ich das da definiere. Und so seht ihr, können wir auch mittels dieser Fibonaccis, wenn wir es mit ein bisschen mit den Tools, zum Beispiel mit unseren Bändern, die ich euch ja mit vorgestellt hatte, hiermit nutzen, sehr, sehr schön kombinieren. Ja, und wenn ihr jetzt seht, ich komme nicht, 61,8 war ja eine von diesen markanten Fibonacci-Marken, ich komme da nicht durch. Erste Minute, wir greifen voll an. Zweite Minute, die Käufer kommen dir zurück, die Bullen sind am Markt. Doji, dann nimmt diese kleinen Gewinne irgendwo mit. Warum sollte ich das alles, was sich von hier oben aufgebaut hat, 60, 70 Pips, wieder verschenken? Ich habe eine Ziel, habe hier eine Gewinnerwartung offen von 65 Pips. Im optimalen Fall hätte ich vielleicht 15, 20 Pips mehr gemacht. Die hat er mir jetzt aber schon geklaut. Wenn ihr seht, dass wir durch solche Marken, und dafür sind diese Fibonaccis dann toll, nicht durchkommen, das ist natürlich erstmal ein Unterstützungsniveau. Dann nehmt die 65 Pips mit. Wir sind hier keine 10 Minuten im Markt. Ist schon mal ein schönes Gewinnszenario, zumal wir ja das erste Kursniveau auch haben. Ja, und unser Trade läuft hier schön an. Ihr seht es, unser Einstieg war hier genau richtig gewesen am 50-prozentigen Retracement. Ihr kennt mich, ich mache natürlich hier immer noch einen Trading-Stop mit rein. Ich habe etwas über 20 Punkte Gewinnerwartung. Ab 10 Punkten möchte ich mein Risiko raus haben aus dem Trade. So, und ihr seht, auch hier ein sehr, sehr schönes Einstiegsniveau gefunden. Einmal heute Morgen schon, jetzt wieder dieses Niveau angepaced. Und wie gesagt, habe nicht mein ganzes Pulver verschossen, wie ich es immer so schön nenne, am 50-prozentigen Kursniveau, erste Position, habe mir eine zweite Position offen gelassen. Sollten wir, wären wir ans 61-prozentige Kursniveau rangelaufen, hätte ich auch da meine erste Position über unseren sogenannten Cross-Coverage-Effekt hier supported. Zielkurs ist klar, ich möchte wieder runter an die 100er-Marke. Da, wo wir auch mit dem ersten Anlauf vom 50er Retracement hingelaufen haben, den Tiefstand von heute Nacht, 4:30 Uhr, da kamen die Asiaten, das ist wieder unser Zeitfenster, wo ich sage, wo kommen wann Bewegungen in den Markt, 4:30 Uhr ist unser Eröffnungskorridor durch die Asiaten, sehr schön hier mit reingekommen. Ja, und jetzt kann ich die natürlich hier oben löschen, die Order, die brauche ich jetzt nicht, wir sind hier mit der ersten Position mit drin. Ja, und hier ist es jetzt auch so ein Spiel, wenn ihr seht, boah, 23,6, okay, das ist die letzte Bastion. Ist erstmal eine kleine Unterstützung. Da kann ich natürlich gucken, ob ich durchkomme. Ich kann jetzt auch in mein kurzfristiges Timeframe reingehen. Also gehe jetzt vom 5-Minuten-Timeframe, wo ich mir die Projektion gezeichnet habe, in meinen Minuten-Chart rein. Und wenn ich sehe, Mist, der prallt hier einmal, zweimal, dreimal ab, ich liege hier 10 Punkte vorne, ja, dann kann ich auch eine Position schließen und sagen, danke, die nächsten 10 Punkte, das waren 20 Punkte, das waren wieder 10 Punkte gewesen. Wir haben uns im Euro-US-Dollar hier auch schon wieder sehr schöne 65 Pips holen können. Und so sammeln wir die Punkte hier am Markt mit ein, auch mittels dieser Strategie. So, und jetzt möchten wir auch noch mal ein bisschen Zeit haben wir noch. Also ihr seht, ich kann die Fibonaccis auch im kurzfristigen Bereich nutzen.
Wir gucken mal so ein bisschen bei Gold mit rein, gehen auch hier mal in so einen 5-Minuten-Chart und schauen uns mal hier so ein Szenario an, was sich ergeben könnte. Und wenn ich jetzt kurzfristig bei Gold handeln will, nicht kurzfristiger als das 5-Minuten-Timeframe für die Projektion, weil wir haben hier natürlich auch ein bisschen höheren Spread, lokalisiere ich mir den letzten Höchststand. Ganz einfach ist hier und ich lokalisiere mir den letzten Tiefstand. Der ist hier, denke ich, für jeden nachzuvollziehen. So, dann mache ich meine Doppelprojektion über meine Fibos, einmal vom Tiefstand zum Höchststand. Dann habe ich meine Short-Projektion. Ihr seht, er projiziert hier die Linien unter der 100, 161, 261. Damit habe ich natürlich dann hier meinen Short-Korridor in den Markt reingelegt. Das Unterschreiten der 100er-Marke, das wäre also das Kursniveau so bei 282, würde mir dann in Richtung 280 knapp Platz geben, das sind gut 2 Dollar. Ihr seht, in den kurzen Timeframes sind natürlich die Gewinnerwartungen wesentlich kürzer. Das spielen wir gleich mal durch. Wenn wir jetzt einmal den M5 abgespielt haben, machen wir die Projektion mal im Stundenchart. So, und einmal natürlich noch meine Buy-Projektion. Ist ja auch wieder falsch. So. So, die Buy-Projektion vom Höchststand zum Tiefstand färben wir uns blau ein, damit ich das Ganze irgendwie noch so ein bisschen unterscheiden kann. So, und dann haben wir natürlich hier oben auch einen schönen Buy-Korridor. Sollten wir hier oben über dieses Kursniveau laufen, wäre das mein subjektiver Buy-Korridor. Innerhalb dieser Zonen würde ich mich jetzt bei Gold, bei diesem Rohstoff nicht bewegen. Wir haben hier einen relativ hohen Spread von 25 Cent. Wenn ihr euch jetzt mal anschaut, 50er, 61er Marke, wie wenig Platz ich dann da habe, da verdiene ich die Gebühr, dann kann ich vielleicht noch 30, 40 Cent Gewinn mitnehmen, dann ist aber auch empty. Das heißt, in den Devisenbereichen nutze ich frühestens diese Ausbrüche über 100er Marke zum 161-prozentigen unter die 100er Marke zum 161er Short. Das sind gut anderthalb, 2 Dollar, die ich hier Platz habe, ja, anderthalb Dollar, das kann ich traden. Da kann ich sagen, okay, abzüglich der Gebühr kann ich hier einen guten Dollar mitnehmen. Und im Short-Szenario natürlich genau dasselbe. Auch hier habe ich meine anderthalb Dollar in der Gewinnerwartung. Das ist das, was ich kurzfristig hier nutzen könnte. Ihr seht, desto kurzfristiger ich diese Fibonacci-Projektion in meinen Zeitfenstern nutze, desto kleiner sind natürlich auch die Gewinnfelder. Deshalb würde ich das jetzt einmal als Kurzfristprojektion löschen. Einfach nochmal, damit ihr seht, wie die Projektionen erfolgen, wo ich mir die letzten markanten Höchst- und Tiefstände hier im Markt mit nutze. Aber jetzt habe ich meinen Supercandle ausgelöscht, das wollte ich eigentlich nicht. Aber egal. So, jetzt haben wir 5-Minuten-Projektion. Jetzt gehen wir einfach mal in den Stundenchart rein. So, und im Stundenchart mache ich natürlich genau dasselbe. Ich suche mir den letzten markanten Tiefstand. Da brauche ich nicht lange suchen. Da. So, dann suche ich mir den letzten markanten Höchststand. Ich nehme nicht die Ist-Situation hier, sondern ich nutze wirklich historische. So, Höchststand war hier. So, und da natürlich dasselbe Spiel im Stundenchart. Ich mache einmal meine positive Projektion, also ich mache meine Buy-Projektion vom Höchst zum Tiefstand, erste Projektion, und dann mache ich meine Sell-Projektion vom Tiefstand zum Höchststand. So, dann spiele ich hier immer ein bisschen, damit ich die Zahlen nicht so direkt übereinander habe. Das ist so ein kleines Kursspielchen, was ihr hier machen müsst. So, markieren, Sell-Projektion mache ich mir natürlich rot, damit ihr das ein bisschen visuell einfacher unterscheiden könnt. So, und dann habe ich natürlich hier ganz andere Projektionslevel für ein Buy-Szenario, für ein langfristiges Buy-Szenario. Hier oben ist mein 100er Korridor. Da müssten wir über die 1288 gehen. Dann hätten wir aber auch in Richtung 12,95, also gut so 7 Dollar Platz, um ein langfristiges Short-Szenario zu platzieren, müssten wir hier unter die 12,78 laufen. Dann hätten wir aber auch bis 12,72 auch ein schöner 6 Dollar Korridor hier ein Szenario im längerfristigen Bereich. So. Und dann hatten wir es ja eben im DAX durchgespielt mit unserem Trade und im Euro-US-Dollar mit den Trades durchgespielt. Ich kann natürlich jetzt hier auch innerhalb dieser Bänder spielen. Jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Platz. Und ihr seht irgendwie, wir sind ja jetzt im Stundenchart, die letzten 4 Stunden hängen wir hier an dieser 12,83,50. Warum kleben wir an dieser Kursmarke? Wenn wir mal auf unsere Projektion 50,50 hier schauen, sind wir genau im Bereich unseres 50-prozentigen Retracement-Levels. Ich markiere uns diesen Bereich nochmal schön in Orange hier. Haben wir eben ja auch, dann könnt ihr das besser visuell auseinanderhalten. So,
Also jetzt wisst ihr, warum kleben wir hier in diesem Bereich fest. Jetzt ergeben sich natürlich auch zwei Szenarien, ähnlich wie wir es eben gerade im DAX gespielt haben. Ist das natürlich für mich ein Szenario, um an diesem Kursniveau short zu gehen? Wir haben, und das ist das, was mich interessiert, wir hatten hier eine schöne Korrekturbewegung gestern. Jetzt haben wir ein sogenanntes Pullback, eine Gegenbewegung. Und diese Gegenbewegungen enden immer gerne auf der Hälfte der vorangegangenen Korrekturbewegung, die wir uns ja hier mit den Höchstständen und Tiefständen genutzt haben, um unsere Projektion hier in den Markt einzuzeichnen. Und ihr seht, genau an dieses Kursniveau sind wir reingenommen. Und laut Charttechnik, und ihr wisst, warum Charttechnik funktioniert, eine Self-Fulfilling Prophecy, wenn viele Menschen jetzt sich genau das machen, was wir hier machen, sich das einzeichnen und dann sehen, dass hier das 50-prozentige Kursniveau ist, in die Bücher reinschauen und steht, dort steht drin, geht am 50-prozentigen Level short, dann machen die das. Und wenn viele das machen, dann sehen wir eine entsprechende Bewegung am Markt, so wie wir es eben bei unserem DAX-Trade gesehen haben. Also, das natürlich jetzt ein Einstiegsszenario in einen Short-Trade. Wir können auch hier den Cost-Average-Effekt nutzen. Manchmal überpacen wir das. Wir haben ja hier jetzt unser 61-prozentiges Level noch. Da könnten wir natürlich diese erste Position mit einer zweiten Position über unseren Cost-Average-Effekt supporten. Und die Zielprojektion, ja, das ist wieder unser Tiefstandsniveau, die 1278, die wir hier in den Markt reingelegt haben, vorgestern, also am Wochenende, vor dem Wochenende. Das wäre meine Zielprojektion, dass wir dann in den nächsten Stunden, ihr seht, es dauert hier schon mal so einen Tag, so eine Bewegung, also dass wir hier durchaus in den nächsten ein, zwei Tagen hier wieder runterlaufen in Richtung die 1278, sollten wir dieses Kursniveau unterschreiten, dann halten wir sogar längerfristig Platz bis 1272, sollten wir hier dieses ganze Szenario nach oben durchbrechen, also über diese 61-prozentige Kursmarke gehen, dann haben wir nichts mehr drin zu suchen im Markt. Die Risikostops liegen erstmal am 23,6-prozentigen, haben wir aber den Schlusskurs über dem 61,8-prozentigen. Der Schlusskurs auf Stundenbasis habt ihr in den Trades nicht mehr zu suchen, löst die auf. Das heißt, die 23,6-Marke hier oben ist nur ein Sicherheitsstop. Falls, und ihr seht, bei Gold, hier ist mal Volatilität drin. Hier kann auch mal eine 10, 15-Dollar-Kerze in die eine Richtung schießen und dann möchte ich nicht erst hier oben am 100er-Level rausgehen. Das ist mein Sicherheitsstop. Ich beobachte die Trades natürlich immer und wenn ich sehe, Mist, wir haben Schlusskurs überhalb des 61,8-prozentigen Retracements, ist das mein Exit. Dann bleibt im Prinzip der Entry, das ist ein Mini-Minus, weil ich steige ja hier mit der zweiten Position über den Cost-Average-Effekt erst an dem Niveau ein. Da steige ich hier ein und vielleicht in der nächsten Stunde gleich wieder aus. Dann entsteht da ein Mini-Minus. Das einzige Minus, was sich hier wirklich generiert, ist die Differenz zwischen dem 50- und dem 61-prozentigen Retracement. Also ich sage mal, ihr habt hier ein Gesamtrisiko. Hier ist es ein Dollar 20, vielleicht mit dem anderen treten Dollar 50 als Risiko. Habt aber, und so könnt ihr euch euer Chance-Risiko-Verhältnis ermitteln, habt hier aber fast 6 Dollar Gewinnerwartung. Bei 6 Dollar bin ich insgesamt bereit, ich würde mal 3 zu 1 hier handeln bei Rohstoffen, weiß ich, 2 Dollar ist das Risiko, was ich hier mir reinlege. Das heißt, ich laufe nicht bis zum 23-prozentigen Retracement hoch, obwohl ich es vom Platz könnte. 2 Dollar, das ist mein Gesamtrisiko bei einer Gewinnerwartung von 6 Dollar. Super Chance-Risiko-Verhältnis. Und das sind dann diese mathematischen Trades, die ich mir herausfilter, die ich dann auch einfach immer wieder machen muss am Markt, um mich da dementsprechend hier dann zu positionieren und meine Einstiege in den Markt zu finden. So, das soll soweit für meine Ausführungen erstmal zu diesem ersten Teil der Fibonaccis, das ergänzend zu gestern gewesen sein. Wir werden in einem weiteren Education Monday natürlich auch nochmal die Fibonacci-Zeitzonen oder die Fibonacci-Fächer besprechen. Also das ist ein sehr, sehr umfassender Bereich. Aber ihr seht, es handelt sich hierbei wirklich um ein sehr, sehr interessantes Tool. Ja, und ihr seht wieder, und ihr könnt das Spiel natürlich immer wieder weiterspielen. Ihr seht, wir haben unseren Ersteinstieg genutzt, sind an der 23,6 erstmal raus. War auch gut, weil es ist natürlich erstmal eine Unterstützung. Er ist aber wieder an die 50 rangelaufen. Gerade wenn ihr diese lustlosen Märkte habt, könnt ihr natürlich jedes Mal scalpen.
Das waren 10 Punkte. Hier natürlich genau dasselbe. Auch wieder einsteigen ist dasselbe Szenario wie hier vorher oder wie hier heute Morgen. Und dann sind es diese ruhigen, langweiligen Märkte, in denen definitiv auch mal unsere Indikatoren und Setups mit den Supercandles einfach scheitern. Und dann kann ich so ein einfaches Hilfsmittel wie diese Fibonacci-Projektion nutzen. Und ich empfehle euch das einfach, auch das mal in den regulären Handel mit einzubauen. Jetzt seht ihr, jetzt kommt das große Movement. Jetzt kommt auch der Durchbruch durchs 23,6-prozentige. Und damit die Zielprojektion wahrscheinlich wird sich hier auch wieder ergeben in Richtung meiner 100-prozentigen Marke. Warum kommt jetzt auf einmal wieder so eine große Kerze hier in den Markt? Wenn wir auf die Uhrzeit schauen, genau 9:30 Uhr. Und ja, ihr wisst, in diesen Halbstundenzyklen 8, 8:30 Uhr, 9, 9:30 Uhr, 10 Uhr, 10:30 Uhr, da kommt gerne Bewegung rein. Das erklärt dann auch die Bewegung, die sich jetzt hier andeutet. Und wer jetzt sagt, naja, sollte der Schlusskurs hier unterhalb der 23er-Marke sein, bis zu meiner Zielkursmarke sind es ja noch 12 Punkte Platz. Deshalb aber auch hier den Schlusskurs abwarten. Dann kann man jetzt natürlich auch sagen, cool, dann gehe ich da noch mal rein. 10 Punkte, die reichen mir. Ich will hier runter an dieses 100er-Niveau. Und so könnt ihr diese Retracements natürlich hier sehr, sehr schön nutzen, um immer wieder Einstiege in den Markt zu finden, Widerstandszonen, Unterstützungszonen zu lokalisieren. Und dementsprechend hier sehr, sehr schöne Einstiegssignale zu finden. Und ihr seht, wir haben heute nicht einmal Indikatoren genutzt. Ja, nicht ganz richtig. Wir haben unsere Bänder hier mal als Overview genutzt, als Überblick. Aber ihr seht auch hier heute Morgen beide Male, alle drei Male sehr schön funktioniert. Wir haben in diesen Wendezonen gedreht, hier in der Wendezone, in meiner Kaufzone gedreht, hier schön reingelaufen und gedreht. Und das natürlich hier eben kombiniert mit unserem Fibonacci-Retracements, ne, das ist der falsche Chart. Hier war das natürlich ein unheimlich schönes Kursniveau. Und wenn ich sowas miteinander kombinieren kann, wären die Signale noch stärker. In dem Sinne darf ich mich schon mal an dieser Stelle bedanken. Ja, ich habe hier ein paar Fragen. Wir können gleich telefonieren, Georg. Melde dich mal in 10 Minuten bei mir. Den anderen wünsche ich schon mal einen schönen Tanz in den Mai. Heute Abend ist es ja wieder soweit. Ich hoffe, der eine oder andere nutzt das auch schöne Wetter aus, um in den Mai reinzutanzen. Und ich denke, ich werde für Donnerstag oder Freitag, schaut mal auf die Website vorbei, auch nochmal ein Webinar mit einbauen und dann könnt ihr da ja auch nochmal mit reinschauen. Und in dem Sinne allen schon mal morgen einen schönen Feiertag, schönen Tanz in den Mai heute Abend, gute Trades und ja, übt mal hier ein bisschen und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In dem Sinne, gute Trades, Dankeschön. Vielen Dank.